Ich glaube, ich kreuze jetzt hier den E5. Stopp! Könnt ihr euch überhaupt noch an mein Wanderprojekt vom Berlin zum Mittelmeer zu laufen erinnern? Hier nochmal eine Zusammenfassung. Ende März breche ich auf von Berlin, will den Großstadtdschungel hinter mir lassen und alleine ans Mittelmeer wandern. Anfang August will ich da sein. Unterwegs erprobe ich Survival-Tricks wie Wasserfilter, übernachte im Einbahnzelt bei Eis und laufe trotz Sturm und Regen. Immer weiter, immer weiter. Bringe einem Pferd das Apportieren bei, übernachte neben einem Friedhof, habe die gruseligste Nacht aller Zeiten und glaube seitdem an Zombie-Rehe. Laufe durch meine Heimat Thüringen, tausche in Jena mein Zelt, streichle einen Baum und werde für einen Tag berühmt. Überwandere dann den Thüringer Wald, pinkle neben eine Orchidee und rette einen Fisch. Durchwandere die fränkische Schweiz, gebe das Zelten auf und gehe ins Kloster. Und habe ich schon die Fischrettung erwähnt? Na gut, also weiter geht's. Werd fast vom Hund gebissen und aus dem Dorf gejagt und beim Pinkeln erwischt. Weiß nicht, was schlimmer ist. Und dann heul ich Rotz und Wasser, weil ich nach 1000 Kilometer endlich die Alpen erreicht habe, an den Chiemsee komme und meine Etappe in die Alpen startet. Lass mich dann im Wilden Kaiser dazu inspirieren, mich bei Seven vs. Wild zu bewerben und lande stattdessen schon wieder im Kloster. Ich fliehe dann aus dem Kloster, mache mich auf den Weg nach Innsbruck und versuche von da aus den Brenner zu überqueren und scheitere aber dabei. Nehme den schönen Weg stattdessen über die Via Claudia und habe den schönsten Tag meiner Tour am Reschensee. Schließlich lande ich mit meiner Abenteuerdiät in Meran. Von hier aus geht's nun weiter. Herzlich willkommen. Mein Name ist Anni Kirsten und dies ist das finale Video von meiner Tour von Berlin Richtung Mittelmeer zu wandern. Und hiermit erkläre ich tatsächlich meine Tour für beendet. Und dass das so lange gedauert hat, lag daran, weil ich wirklich noch so lange mitten im Prozess war. Denn es ging mir ja nicht darum, jetzt einfach nur am Mittelmeer anzukommen und dann ist die Tour zu Ende und dann gehe ich zurück in mein altes Leben. Nein, es ging darum, innerlich auch auf die Reise zu gehen, auch irgendwie so quasi so eine Pilgerreise zu machen, Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich sehe das Ganze auch eigentlich nur als Teil meines eigenen Weges. Mein nächster Schritt wird jetzt sein, mein neues Projekt sozusagen, ist meine Zukunft zu gestalten. Und ich freue mich ganz doll darüber und das wird ein Riesenabenteuer wieder werden, ohne dass ich jetzt meine Wanderschuhe dafür schnüren muss. Ich möchte euch in diesem Video nun eigentlich zeigen, was ihr... Das, wonach ich hier schlage, sind übrigens Mücken, denn ich habe mich hier in einem Tümpel jetzt versteckt, um so ein bisschen ungestört quasi dieses Video für euch zu drehen. Und ich möchte mit euch jetzt hier in diesem Video teilen. Also wie war jetzt eigentlich noch der Weg? Wo bin ich jetzt lang gewandert? Und was sind das aber eigentlich, und das ist ja viel wichtiger, für Erkenntnisse, die ich gewonnen habe? Jetzt nicht in diesen letzten Wochen, sondern eigentlich von Anfang bis Ende von meiner Tour. Und legen wir damit einfach direkt auch gleich los. Die erste Erkenntnis ist mir eigentlich tatsächlich erst dann wirklich gekommen, als ich für ein paar Tage danach schon wieder in Berlin war. Und zwar ist es Wahnsinn, was ich mit dem richtigen Willen für Berge versetzen kann. Wie weit ich gehen kann, wenn die Motivation stimmt. Was für eine Stärke in mir steckt, was dieser Wille eigentlich alles bewirken kann. Dann aber auch, damit auch irgendwie einhergeht, ist mein Wert. Ich selbst möchte mich wertschätzen, denn ich bin es wert. Ich kann so tolle Sachen schaffen und machen, mental, körperlich. Und wichtig dafür ist aber, dass ich mich selber gut behandle und mich auch von anderen gut behandeln lasse. Damit einher geht aber auch gleich wieder die nächste Erkenntnis, und zwar ist es manchmal vielleicht doch besser, einen Weg oder einen Teil der Strecke alleine zu gehen, als jemand in die falsche Richtung zu folgen, weil es einfacher ist, weil es gemütlicher, bequemer, energiesparsamer ist. Nein, es ist wirklich wichtig, man nicht von seinem Weg abzukommen, vielleicht mal kurz auch abzukommen, aber dann auch wieder den Weg zu finden und für sich auch wirklich alleine selbst die Verantwortung zu tragen.
Man kann wunderbar sein Leben teilen und ich liebe alle meine Freunde und Familienmitglieder und Leute, die mich hier auf YouTube jetzt auch begleiten. Aber am Ende trage ich für mich die Verantwortung, meinen Weg zu finden, damit ich für mich selbst auch, keine Ahnung, Glück finde, Liebe finde, Erfüllung finde. Und das Letzte, was auf meiner Liste steht, ich kann einen Weg nicht rückwärts gehen. Gemeint ist damit, ich gehe keinen Weg zurück. Weil mich viele auch gefragt haben, ja, bist du jetzt zurück in Berlin? Das war immer irgendwie so ein bisschen unangenehm für mich, denn tatsächlich, es ist ja jetzt nicht mit dieser Tour abgeschlossen und jetzt fängt mein altes Leben wieder an. Der Weg führt mich immer vorwärts. Ja, diese vier Punkte, das waren die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Vielleicht fallen mir irgendwann auch noch mehr ein. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir super gerne in die Kommentare. Aber für mich war das einfach großartig. Also so viel, wie ich mich gefreut habe und so viel, wie ich auch geflucht und geweint habe, auch vorher, währenddessen, hinterher, es war es absolut wert. Denn es hat mir sehr, sehr viel über meine Stärke und über was bedeutet Freiheit eigentlich gezeigt. Ich glaube, ich kreuze jetzt hier den E5 und guckt euch das mal an. Schön, oder? Ich alter Höhenangsthase auf dem Berg. Ein Traum von Freiheit ist es, auf meiner Tour einmal ganz oben zu sein, einen Höhenweg zu gehen, trotz meiner Höhenangst. Als Ralf mich in Meran besucht, ist es tatsächlich soweit und wir wagen es, ein Stück E5 zu laufen, allerdings mit Seilbahn am Anfang. Unser Plan war eigentlich, heute so 17 Kilometer zu laufen, eben auf dem E5, immer schön oben lang, bis nach Mölden. Also von der Meran 2000 bis nach Mölden. Aber da jetzt dann doch diese Vorbereitung einfach auf den Trail, also für Ralf ist es ja der erste Tag, dann so lange gedauert hat. Wir haben das Auto jetzt irgendwo in einem Parkhaus abgestellt gekriegt und mussten noch auschecken, mussten zur Bahn kommen. Ist es jetzt eigentlich schon Mittag und ihr erinnert euch vielleicht an das Video, was ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, das ist alles Kopfsache und man fängt erst mal klein an. Für mich ist das halt jetzt hier nämlich auch neu, jetzt plötzlich auf einem Höhenweg zu laufen, immer bei 2000. Und deswegen habe ich jetzt die Unterkunft in Mölden gecancelt. Wir laufen jetzt tatsächlich heute nur zur Meraner Hütte. Haben da auch Gott sei Dank ein Zimmer gekriegt. Machen dann von da aus erstmal einen schönen Rundweg, gucken uns ein bisschen die Gegend an, kriegen ein Gefühl für die Höhe, kriegen ein Gefühl für die Wärme, für die Tiefe, also auch mit Höhenschwindel und allem drum und dran. Und dann geht es morgen einfach ganz gemütlich weiter und wir werden halt jetzt die nächsten Tage nicht weit kommen. Also Ralf hat jetzt nur Zeit für 5 Wandertage, aber ey Leute, ich freue mich so mega, wenn das überhaupt so klappt. Also mal ein Stück E5 laufen, mal in der Hütte übernachten. So, wir starten jetzt von der Meraner Hütte über den E5. Da lang, da hoch. Ich scheiß mir in die Hose. Psst. So schön, guckt euch das an da hinten. Das sind so die Ostdolomiten, das ist der Wahnsinn. Seht ihr, dass hinter mir ein Gewitter steht? Ist irgendwie praktisch. Ich meine, vorher hatte ich immer. Also gestern und so hatte ich mega Angst heute vor dem Weg. Aber seit das Gewitter am Himmel steht, habe ich Angst vorm Gewitter.
Oh, ich freue mich dermaßen, dass ich das jetzt so wirklich gemacht habe. Also ich war noch dreimal vorher drauf und dran, zu kneifen und zu sagen, ey, wir gehen vom Berg wieder runter, wir fahren mit der Seilbahn runter und laufen unten weiter. Und ich bin echt aus meiner Komfortzone hier raus. Und dieser Weg, also ich kann es euch absolut empfehlen, also lauft von Meran nach Bosen, die in E5. In Bosen angekommen, stehen wir vor der nächsten Herausforderung. Ich habe dann mal so den Wetterbericht gecheckt und festgestellt, ja, ab jetzt jeden Tag 35 Grad. Eigentlich müssten wir jetzt den Tag immer so zweiteilen. Früh laufen und Abend laufen. Aber es ist halt immer noch warm. Und zusammen hier mit diesem krassen grünen Tal hier, fühlt sich das gerade wirklich an wie so eine Dschungelexpedition. Und so geht es auch die nächsten Tage weiter. Jetzt haben wir in Gierland dann quasi eine kleine Pension gehabt und sind heute erst so gegen 10 gestartet. Und Leute, ey, da hat es schon 33 Grad, ne? Es sind viele, viele Grad warm. Und das Thermometer sagt, oder beziehungsweise der Wetterbericht sagt, dass so gegen 21 Uhr könnte es dann mal unter 30 Grad werden. Wir haben am Kalter See eine lange Mittagspause gemacht. Wobei irgendwann hat man das Gefühl, dass wir auch selbst da im Schatten immer wärmer werden. Und dann hat man überlegt, wir könnten ja in den Kalter See springen. Aber nein, der Badesteg ist nur betretbar, wenn man sich angemeldet hat und bezahlt hat, sonst steht er unter Naturschutz. Also ich weiß zwar nicht, warum man, wenn man sich anmeldet und bezahlt, der Naturschutz nicht mehr gilt, aber auf jeden Fall konnten wir jetzt im Kalter See nicht baden. Ist vielleicht aber auch für den Kreislauf tatsächlich auch besser so. Aber wir schleichen jetzt halt die Abendstunden weiter Richtung Kurtasch. Wir haben jetzt aber trotzdem schon 25 Kilometer auf der Uhr. Es ist jetzt nach um 8 und wir sind immer noch nicht da. Und so geht's auch am nächsten Tag weiter. Es gibt fast keinen Wind und hier ist kein Schatten. Meilenweit. Es gab auch keinen schönen Alternativweg. Also wenn, dann hätte man riesige Umwege gehen müssen, wo dann aber auch die meiste Zeit kein Schatten gewesen wäre. Und so stöckeln wir jetzt hier eine Asphaltstraße zwischen den ganzen Weinstöcken und versuchen einfach nur ein bisschen wenigstens voranzukommen, bevor uns die Mittagshitze komplett brät. In 4 Kilometer gibt es eine Tankstelle. Ich hoffe, soweit schaffen wir es noch. Jetzt verlassen wir Südtirol. Und zu guter Letzt laufen wir eine Strecke von 2 Kilometer auch noch dreimal. Ich habe die Wanderstöcke stehen lassen. Wir sind jetzt schon wieder 3 Kilometer wieder in die falsche Richtung gelaufen und die müssen wir jetzt wieder zurück. Yay! In Trient verabschiedet sich Ralf und meine letzte Etappe beginnt. Morgen, ihr Lieben. Ich bin hier bei Trento und habe die letzten 2 Tage mit Ralf verbracht, bevor er jetzt wieder abreisen musste. Und Gott sei Dank hat mich das jetzt diesmal nicht so aus der Bahn geworfen. Also hoffe ich mal, denke ich mal. In Innsbruck war mir der Abschied sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe dann voll den Durchfall gehabt und war total mit den Nerven zittrig, weil ich dann auch nicht wusste, ob ich dann zum Brenner weitergehe oder via Claudia. Das war alles suboptimal. Aus den Fehlern habe ich gelernt und diesmal mir halt wirklich für den Abschied mit Ralf einen schönen Ort ausgesucht, wo man nochmal wirklich auch chillen konnte und wo auch klar ist, wie der Weg weitergeht.
Ich habe eine ganz mini kleine Etappe übersprungen von Meso-Corona nach Trento, weil das ist halt einfach hässlich. Ne? Also, nee, beziehungsweise ich laufe oft hässliche Strecken, ich habe da kein Problem mit, aber ich dachte mir, um jetzt doch wirklich nochmal am Ball zu bleiben und nicht irgendwie Gefahr zu laufen, dass ich dann mir so denke, ach, ich steige jetzt einfach bei Ralf ins Auto und fahre zurück, ist jetzt gerade einfacher, der Weg ist eh jetzt so scheiße. Nein, ich weiß, dass jetzt die nächsten 2 Tage super schön werden. Ich suche mir jetzt wieder meinen Weg selbst, ich verlasse die Via Claudia und laufe jetzt die nächsten 2 Tage Richtung Gardasee und habe mir da eine Strecke ausgesucht, die immer wieder an irgendwelchen Seen vorbeikommt, an irgendwelchen Flüssen vorbeikommt, so dass ich hoffe, dass ich mit dieser Hitze jetzt, wenn ich alleine laufe, klarkommen werde. Und wenn ich halt irgendwie mal so 3-4 Stunden in der Mittagshitze nicht weiterkomme, dass ich wenigstens einen schönen Platz so am Wasser habe und auch mal ein bisschen baden kann und ja, also mal so richtig die Zeit auch einfach auf dem Weg genießen kann und wo es gar nicht so wichtig ist, abends anzukommen, weil es halt einfach unterwegs schon schön wird. Probieren wir es aus. Immer noch so warm, dass ich jetzt halt bevor ich überhaupt da ans Schlafen gehen denken kann, dachte mir nochmal so eine kleine Abkühlung zuzuführen. Cool, oder? Schön. Am Gardasee angekommen, beschließe ich dort meine Tour zu beenden, da bei der Hitze der Weg durch die Po-Ebene die Hölle wäre und bereits neue Projekte anstehen. Es fühlt sich aber ganz schrecklich falsch an, hier zu sein. Ich habe gerade 0 Energie, mir geht's richtig mies. Ja, das ist jetzt schwer für mich, in diesem Moment überhaupt was zu dokumentieren. Ich denke, das kennt ihr auch. Ne? Wenn es einem gut geht, dann möchte man irgendwie alle Welt daran teilhaben lassen und man posiert und man zeigt, man kann was und man fühlt sich stark und diese Seite, die sollen auch alle sehen. Ich habe irgendwie in den Kommentaren immer gelesen, dass ihr so erstaunt darüber seid, wie leicht mir das hier alles fällt. Und tatsächlich bin ich jetzt selber davon erstaunt, dass mir alles bisher so leicht gefallen ist. Damit habe ich vorher nicht gerechnet und habe es dann als gegeben hingenommen und eigentlich erst gemerkt, was das bedeutet. Als es mir eben mal nicht so gut ging, also jetzt gerade. Und das Erstaunliche ist aber, der Grund, warum es mir jetzt nicht gut geht, ist das nahende Ende meiner Reise. Aber so traurig wollte ich das Video nicht enden lassen. Aber es hat eine Weile gedauert, einen neuen Weg zu finden. Und so veröffentliche ich jetzt erst dieses Video. Mein neuer Weg führte mich unter anderem auf eine 2-tägige Wildnistour durch die Rocky Mountains. Vom CDT laufen wir jetzt ein Stück und übernachten dann in der Wildnis.
Und zum Wandern und Cowboy-Camping in der Nähe der amerikanischen Canyonlands. Hier soll es irgendwie eigentlich nichts Gefährliches geben, keine Bären. Wir haben heute aber ganz viel Kojotenkacke gefunden. Schließlich in Deutschland habe ich auch meinen ersten Kletterschein gemacht, überwiegend in der Halle wegen schlechtem Wetter. Und ein Survival Camp habe ich besucht, was absolut empfehlenswert ist, Bushcraft Nord. Nun möchte ich meinen Weg so gestalten, dass ich einen Beruf finde, der mich erfüllt und in meiner Freizeit kleinere Outdoor-Projekte durchführen kann. Das war die Geschichte von meiner Tour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich möchte jetzt aber eigentlich gar nicht endgültig Abschied damit von euch nehmen. Ich hoffe, dass ich auch in Zukunft auf diesem Kanal weiter irgendwelche Touren wieder mit euch teilen werde. Im Prinzip, wie gesagt, geht der Weg ja jetzt auch nahtlos eigentlich weiter. Ich werde zum Beispiel jetzt den Winter versuchen, dafür zu nutzen, meine Höhenangst zu bekämpfen. Ich habe meinen ersten Kletterschein schon in der Tasche tatsächlich und werde jetzt ganz viel erstmal in der Halle klettern, um nächstes Jahr hoffentlich fit für neue Abenteuer in dieser Richtung zu sein. Und ich habe noch ganz viel Equipment für Outdoor, wie Hängematte und Tarp, was ich alles noch nicht ausprobiert habe, wo ich vielleicht noch ein Video machen möchte oder eben überhaupt über die Ausrüstung endlich mal. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Eure Anni Kirsten.